Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier sind wir wieder bei Goodie Games. Hier sind wir mit einem weiteren Guide 100% Quantum Break. Wir befinden uns in Akt 2, Kapitel 3 am Bradbury Schwimmbad und werden jetzt hier insgesamt 16 Sammelobjekte holen, um dann die 100% für diesen Level zu haben. Ich werde immer wieder wie hier eben gerade die Zeit ein wenig vorspulen, wenn es dann notwendig ist, oder natürlich auch teilweise Sprünge machen von einem Level zum nächsten, aber immer so, dass ihr das eigentlich sehr, sehr gut erkennen solltet, an welcher Stelle wir uns gerade im Level befinden. Hey, ich glaube, ich habe einen Weg hineingefunden. So, das ist also wie gesagt für euch kein Problem, sollte das nachzustellen. Und hier haben wir gleich, wie gesagt, wenn ihr Y gedrückt habt, Kronon-Quelle Nummer 1 von 5 in diesem Level gefunden. Und wenden uns jetzt gleich der zweiten Kronon-Quelle hinzu. Ja, Amy? Was ist? In der Universität wurden noch andere festgesetzt. Freunde von mir. Also hier wieder aus dem Raum raus. Und dann hier links übers Dach und da vorne an der Wand, da ist schon wieder die nächste Kronon-Quelle zu finden. Wenn ihr Zeitblick nutzt, seht ihr auch, in welche Richtung ihr die nächste Kronenquelle findet. Aber dank Guide, wie gesagt, seht ihr das ja hier. So, Kronenquelle 2 von 5 gehört uns. Jetzt werde ich mal wieder ein bisschen vorspulen einfach. Also ein bisschen die Zeit erhöhen. So, dass ihr genau dem Weg folgen könnt. Und das, ich denke mal, in der Geschwindigkeit hier ist das angemessen, so dass es passen sollte, denke ich. Kommen jetzt nämlich zum dritten Sammelobjekt hier im Akt 2 und das ist unser erster Handlungshinweis und zwar Audiofiles. Das Schrödinger Tagebuch solltet ihr euch auf alle Fälle zu Gemüte führen, ist auch, na sag ich mal, lustig gemacht. So, wir droppen hier runter, springen hier runter in den Raum hinein. Da hinten sehen wir schon den Käfig da so leicht und dort ist auch gleich das erste Hinweischen, also der Kassettenrekorder hier. Und gleich direkt daneben findet ihr das nächste Dokument, die Umzugsrechnung. $12.000 für einen Umzug. Du hast wohl mehr als nur alte Kisten hierher schleppen lassen. Und gleich nochmal auf dem gleichselben Tisch das nächste Dokument. Warum hast du mir nichts davon erzählt, Will? Und dann drehen wir uns einfach einmal um. Gehen hier runter und auf der Ecke hier vom Tresen ist bereits schon wieder das nächste Item. Das könnte bei euch eventuell anders heißen, wenn ihr einen anderen Weg gewählt habt beim ersten Mal. Da unterscheiden sich ja die Sammelobjekte manchmal ein klein wenig. So, jetzt wollen wir gleich die nächste Kronenquelle hier im Raum ausfindig machen. Da oben ist er. Auch wieder mit Y gedrückt halten. Könntet ihr einsammeln, habt ihr in Kronenquelle 3 von 5 eingesammelt. Hey, na bitte. So, jetzt haben wir einen kleinen Sprung gemacht. Aber wie gesagt, da werdet ihr ja von der Story hingeführt, wo ihr dann hier mit der jungen Dame zusammen die Tür hier aufbrechen sollt. Und direkt hier machen wir dann auch wieder langsamer weiter und wir gehen uns zur nächsten Kronenquelle. Ich überlasse dir die Ehre, den Knopf zu drücken. Welche hier in dem Raum zu finden ist. Ja, ihr müsst immer den Zeitblick nutzen, dann könnt ihr sie sehen und dann mit Y gedrückt halten, einsammeln. So, das war Kronenquelle 4 von 5. Ich habe wieder einen kleinen Sprung. Und zwar, wenn ihr die Zeitmaschine findet, die hier im Schwimmbad versteckt ist, da habt ihr einiges zum Einsammeln. Wir fangen erstmal an hier an der Wand, hier mit der Karte, an der Stellwand. Dann direkt daneben das nächste Dokument. Will hat 1997 ein riesiges Forschungsstipendium bekommen. Er hat 99 den Bau der Zeitmaschine erfolgreich abgeschlossen, aber es hat ihm Angst eingejagt. Er hat keiner Sterbenseele davon erzählt. So, und dann geht's gleich los zum nächsten Dokument. Das ist ein kleines bisschen weiter weg, aber auch nur ein ganz kleines bisschen. Da leuchtet schon. Da sind wir zwei Sammelobjekte gleich nebeneinander. Zum einen hier das Dokument, wo bist du? Und dann daneben hier die Karte, die Darstellung der Gargenmaßnahme. Von 1999 bis 2010. An sich nicht seltsam, aber der Typ hat eine funktionierende Zeitmaschine in nur 2 Jahren gebaut. So, von hier aus rüber, hier gegenüber hin, um gleich schon wieder das nächste Objekt einzusammeln. Hat Will geschrieben. Er hat das alles gemacht. Fertigstellung dafür.
So, dann hier nochmal ganz rechts außen rum. 1999. Der nächste Computertisch, der auf uns wartet. Natürlich auch wieder mit einem Hinweis. Und zwar der Zeitungsartikel über das Elternpaar, was beim Autounfall getötet wurde. Und dann geht es weiter rüber zur nächsten Chronon-Quelle. Das ist dann auch schon die letzte hier im Level. 5 von 5, hier vorne ist sie gleich auf dieser Werkbank. Na bitte. Damit fehlt uns dann hier in dem Level nur noch ein einziges Dokument, ein Handlungshinweis, und zwar Zeitreisen für Zivilisten. Dazu gehen wir an der Zeitmaschine vorbei. Also auch rechts an der Zeitmaschine vorbei. Also an der Stelle wollte er gerade nicht durch. Dann gehen wir halt hier hinten lang. Geht ja genauso. Und kommen hier gleich zum letzten Dokument. Und dann, Leute, nicht ausmachen. Es geht weiter. Es geht hier weiter natürlich noch, weil ein weiterer Sammelgegenstand kommt noch, und zwar von Akt 2, Knotenpunkt 2. Dafür ein eigenes Video zu machen, lohnt nicht, weil dort gibt es nur einen einzigen Sammelgegenstand im Knotenpunkt 2. Und deswegen habe ich den einfach hier gleich direkt mit am Video angefügt. Hier seht ihr nochmal einen Überblick über die Zeitleiste. 100% Bradbury Schwimmbad sind gelöst. Und jetzt werdet ihr hier einfach der Story folgen. Ich werde hier einen kleinen Zeitsprung machen, direkt rüber in Akt 2, Knotenpunkt 2, persönliches, geschäftliches. Es ist auch, wenn ihr jetzt meinem Guide weiterfolgen wollt, egal, an diesem Knotenpunkt, welche Entscheidung ihr trefft. Also soweit ich das weiß, gibt es wirklich da keine weiteren Unterschiede. Das war nur wirklich beim allerersten Mal wichtig, weil wir sind ja hier im PR-Zeitstrahl. Da sind mehr Sammelobjekte drin und sie heißen halt auch teilweise anders oder sind auch nicht hundertprozentig an derselben Stelle, aber immer sehr nah beieinander. Also das sollte gar kein Problem sein, egal was ihr gewählt habt. Trotzdem dem Guide hier folgen zu können, habt ihr natürlich PR-Zeitstrahl gewählt. Dann seid ihr auf der richtigen Spur sozusagen, aber hier jetzt bei der zweiten Entscheidung könnt ihr ganz frei wählen, das, was ihr möchtet. Und wir sind durch. Ich hoffe, der Guide hat euch geholfen. Wenn dem so war, dann lasst auf alle Fälle einen Daumen nach oben da. Darüber würde ich mich wahnsinnig freuen natürlich. Ansonsten empfehlt auch das Video weiter und abonniert den Kanal, wenn noch nicht geschehen, weil einfach dann bekommt ihr immer automatisch eine Benachrichtigung, wenn hier was Neues passiert ist. Und ich denke, das ist eine ganz gute Sache. Ich sage bis zum nächsten Mal. So long, goodbye, keep gaming, euer Goodie.